Oh, habe ich die kaputt gemacht? Das tut mir leid. Mein Kopf ist halt sehr kastig. Ein Pullover. Eine altmodische Kasse. Was kostet die Welt? Bestimmt mehr als 1000. Wie schön. Moby Yak. Die Yaks von der Tafelrunde. Kaspar Yak. Die Yak-Trommel. Romeo und Yak. Yak und Julia. Yak Teil 1. Yak Teil 2. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist eine ganz, ganz gewöhnliche Feile. Feile, Feile, Segen, 7 Tage Regen. Ich glaube, es tut mir doch nicht allzu gut, allein zu sein. Ein uralter langolischer Gong aus dem 2. Jahrhundert vor dem 3. langolischen Winter. Eine Schneekugel ohne Schnee, nur noch mit losen Teilen drin. Seltsam. Was riecht muffig, nass und nach Yak, bewegt sich aber nicht? Richtig, eine Yak-Statue. Leider nicht die, die wir suchen. Nein, ich glaube, ich lasse die zwei noch draußen. Die machen nur Chaos. Und Jackfritz muss hier irgendwo sein. Ein blickdichter Vorhang. Hübsche Farbe. Nasses Jackfell anfassen. Meine demnächst Lieblingsbeschäftigung. Oh. Sieh mal an, Spuren einer Geheimtür. Oh, eine Geheimtür, wie originell. Mist, da kommt jemand. Ich muss mich verstecken. Jetzt kann ich nichts mehr sehen. So schließt man die Tür ab. Und tschüss. Ein Pullover. In den eigenartigen Geheimraum will ich lieber nicht alleine reingehen. Vielleicht sollte ich ausnahmsweise, wirklich nur ausnahmsweise, meine Freunde reinholen. Nein, das war wohl nicht richtig. Nochmal von vorne. Hier hat sich Jackfritz einen Spickzettel geschrieben. Intelligent. Rasche, rasche. Klar bin. Kling, klang, klong. Intelligent. Warum hat er nicht gleich ein großes Loch in die Wand gebohrt? Würde mir die Arbeit ersparen. Klar bin. Rasche, rasche.
Was für ein merkwürdiger Raum. Also die Yak-Statue finden wir hier nicht. Dafür ist ihre molekulare Struktur zu weiträumig. Aber vielleicht gibt es Hinweise. Langweilig! Also gut, suchen wir mal, wie man das in so einem Spiel wohl macht. Das sind sehr, sehr merkwürdige Poster. Offenbar die neue Yak Fashion Frühjahrskollektion. Hier modelt der Modedesigner noch selbst. Schön, dass Yak Fritz sein eigenes Model ist. Ein Statement gegen die Modelbranche, in der nur Jugend, krankhafte Schlankheit und Künstlichkeit zählen. Trotzdem, Igitt. Seltsam. Ein Jakob mit drei Augen. Eine Neuzüchtung? Ein goldener Bikini aus gehobeltem Jackhorn, wie ihn Yak Fritz auf den Postern trägt. Ich finde, es verdeckt nicht seine Problemzonen. Eigentlich verdeckt es zu wenig. Viel, viel zu wenig. Ein goldener Ein Notizblock. Man kann den Abdruck eines Stiftes erkennen. Ein Bleistift. Hoffentlich ohne Blei. Vielleicht will ich ja mal Notizen machen. Oder einen Malkurs. Oder jemanden pieksen. In Mülleimern finden die Detektive doch immer ganz viel Wichtiges. Schau doch mal nach, Berndi. Na klar, immer ich. Sieh mal an. Stell dir vor, ich hätte den hier nicht gefunden. Ein Desaster. Ein Anspitzer. Spitzt, ist aus Plastik, ist rot. Yak Fritz hat auf einem Zettel etwas notiert und diesen Zettel abgerissen. Aber der Abdruck des Stiftes ist noch undeutlich zu sehen. Ah, Yak Fritz hat tatsächlich Yak-Joghurt an Eisenbeißer Willi geliefert. Aber der Auftraggeber war... Moment. Ich kann's nicht lesen. Mist. Gut. Damit endet dieser Fall hier. Vielen Dank. Ich verschwinde. Könnte mir jemand helfen, dieses Kostüm auszuziehen? Och nö, Menno. Ich will aber weiterspielen. Vielleicht, wenn wir in der Zeit zurückgehen und schauen, wenn Yak Fritz was schreibt. Das ist total möglich, aber wir brauchen Plutonium, einen Fluxkompensator und einen fahrbaren Untersatz. Yippie, weiter geht's. Ach Mist. Ein Lichtschalter. Yippie! Party! Erkenne ich das leichte Grün? Harte Gammastrahlung in dem Jakob. Das erinnert mich an meinen ersten Praktikantenjob. Dann gehst du wieder zu deiner. Ja, ja.
liebe Kinder, bitte nicht mehr. Lecker Joghurt morgens, mittags, abends, auf es nur von deinem Kuschelmuschel. Da bereite ich den Spielplan. Ich bin gespannt, was wir in Erfahrung bringen. Plutoniumstaub. Besser nicht einatmen. Danke, Bernd. Damit hätten wir schon mal einen wesentlichen Baustein für die Zeitmaschine. Jetzt brauche ich nur noch einen Fluxkompensator und einen fahrbaren Untersatz. Danke, Bernd. Damit hätten wir schon 1506 2259. Ach, man hätte auch sagen können, zwei Drittel. Aber gut. Jetzt brauche ich nur noch einen fahrbaren Untersatz. So, wo finde ich denn jetzt einen fahrbaren Untersatz? Hier, lieber Langole, damit du deine Hochzeit feiern kannst. Oh, vielen Dank. Hey, das ist mein Motorroller. Könnte ich mir die ausleihen? Na klar. Ich brauche sie ja jetzt nicht mehr. Sobald ich erstmal verheiratet bin, darf ich sowieso nicht mehr damit fahren. Schnief. Na dann, viel Glück mit deinem Jack. Und danke. Der Motorroller des Langolen. Alt, aber schnell. Da frisiert. Gut, dass ihr hier aufgepasst habt, während ich den fahrbaren Untersatz beschafft habe. Sonst hätte ich das niemals geschafft. Gern geschehen. Echt, Bernd? Nein. Danke, Bernd. Dann wollen wir mal sehen. Hehe. Der erste plutoniumbetriebene, fluxkompensierte Zeitreisenroller. Oh, cool. Darf ich fahren? Nein, Chili. Du würdest sonst nur wieder an der grün leuchtenden Plutoniumbatterie zu... Grün. Darf ich dran lutschen? Ich glaube, ich fahr dann mal. Ist das Ding sicher? Natürlich, Bernd. So sicher wie ein ungetesteter Prototyp, der mit spaltbarem Plutonium betrieben wird, eben sein kann. Also nicht. Ja, viel Spaß. Danke. Ah, das passiert, wenn man in einem Computerspiel in der Zeit zurückreist. Es wird pixelig und der Sound wird piepsig. Oh Mist. Ich muss mich verstecken. Hinter diesem Stinkhandtuch soll ich mich verstecken? Also gut. Okay, das nennst du also Verstecken, lieber Spieler. Jetzt bin ich froh, dass das Bild so pixelig ist. Mist, ich kann nichts hören. Blöderweise war die Sprachausgabe in der Vergangenheit unverständlich. Ich meinte, ich verstehe ja auch vieles nicht. Aber mit Verstehen meinte ich jetzt was Akustisches, also was mit Hören zu tun hat.
Zurück in die Zukunft. Oh, Mist. Hat doch länger durchgehalten, als ich dachte. Als du dachtest? Erzähl, was hast du rausgefunden, Berndi? Der eigentliche Auftraggeber des Diebstahls kommt aus Polowien. Jackfritz hat nur den Joghurt geliefert. Auf nach Polowien! Bernd, trödel doch nicht immer. Könntet ihr mich das nächste Mal nicht wieder als Handgepäck aufgeben? Danke! Hallo, ihr Klappspaten. Die Sicherheitsvorkehrungen der Service fallen heute aus. Wegen ist nicht. Denn ich bin auf einem Rockkonzert. Rock'n'Roll, Berndi. Woher weiß sie, dass ich da bin? Weil wir immer die einzigen Fluggäste sind. Dafür haben wir sogar die silberne Traveler-Card bekommen. Was kann man damit machen? Nichts. Aber mit der goldenen Traveler-Card hätten wir unendliche Freimeilen und könnten überall hin. Und wann kriegt man die goldene? Das haben sie nicht gesagt. Busch, kann es sein, dass dieser Flug nicht in Polowien landet? Stimmt, Berndi. Aber wenn wir die einzigen Flugzeugflieger sind, dann könnten wir doch den Herrn Pilot fragen. Ja, sicher. Ich habe nur eine silberne Traveler-Card. Der Retro-Tonträger mit der überaus freundlichen Ansage der Flugbegleiterin. Das nehme ich mal mit zum immer wieder Anhören. Oder besser, zum schnell Überspielen. So sieht Hixi-Cola aus, wenn sie nicht mit Wasser gemischt wurde. Igitt. Sieht aus wie Altöl mit Leim. Moment. Das ist Altöl mit Leim. Kein Wunder, dass die Getränke hier gratis sind. Das Magazin klebt am Hixi-Cola-Sirup fest. Jetzt nicht mehr. Ein Magazin geologischer Ausrichtung. Brauner Cola-Sirup. Desillusionierend. Eine Mikrowelle. Sie hat nur einen Schalter. Bananen auftauen. Seltsam. Warum nicht? In solchen Spielen wird immer alles gedrückt. Drück, drück. Oh, eine aufgetaute Banane. Wie toll. Und Igitt, ich hasse Bananen. Gibt es hier eigentlich einen Piloten? Abgeschlossen. Komisch, dass der Pilot während des Fluges keine unangemeldete Gesellschaft haben mag. Ja, komisch. Klopf doch mal an. Klopf, klopf. Herr Pilot, könnten Sie vielleicht in Polowien landen? Ein Affe? Tja, deshalb sind die Preise unschlagbar. Die haben nämlich die Piloten durch rasierte Affen mit Pilotenbrille ersetzt. Aha, süß! Ja, und dumm nur, dass ich kein Äffisch spreche. Mit einem Schallwellenkonservierer, einem passenden Tonträger, dem Primatensprachcode und Permanentverbindung in Streifenform könnte ich was prägeln. Das hast du nicht gerade wirklich versucht, oder? Danke, Bernd. Dann wollen wir mal sehen. So, jetzt fehlt mir nur noch ein Schallwellenkonservierer. Der Sprachcode der Affen. Eine Permanentverbindung in Streifenform. Ein Schallwellenkonservierer. So, jetzt fehlt mir nur noch der Hallo?
Warum nicht? Es ist nie zu spät, um sich zu bilden. Schade, dass nur noch 3 Artikel lesbar sind. Wissenschaft hat den Sprachcode der Affen entschlüsselt. Wir haben den führenden Affologen Dr. Ronnie Cheetah dazu gefragt. Seine Antwort: Das ist alles ganz einfach. Im Grunde genommen verstehen Affen eh nur Banane. Ich mag auch keine Bananen, Busch. Aber das ist halt die einzige Sprache, die die Affen verstehen. Genial, Bernd! So, jetzt fehlt mir nur noch eine permanent... Permanentverbindung in Streifenform. Wo wären Techniker heute ohne sie? Vielleicht beim Lernen? Wie man etwas repariert, ohne es einfach nur mit Klebeband festzupappen? So, Momentchen grad. Ich baue schnell... den F-Fish Translator 4000 XL Deluxe. Was hatte ich erwartet? Hightech Star Trek Bling Bling? Trotzdem bin ich irgendwie enttäuscht. Ein revolutionäres Kommunikationsgerät in sehr schlichtem Design. Mal sehen, ob das klappt. Hallo? Druck? Es funktioniert. Chili Schaf, frag ihn mal, warum die Affen im Zoo immer so gerne Kacke an die Fenster werfen. Chili, das ist Privatsache. Bernd, frage ihn, ob er uns in Polovien absetzen könnte. Okay, Herr Flieger? Könnten Sie uns in Polovien absetzen? Da ist es sehr schön um diese Jahreszeit. Also, wenn es schön ist, zumindest. Oh. Warum sollte ich das machen? Warum ist es am Rhein so schön? Am Rhein so schön. Warum habe ich das gesungen? Und hat es was geholfen? Oh. Nein, und jetzt Ruhe da hinten. Ich muss Kaka an die Scheibe werfen. Warum machen die das immer? Weil ich immer einmal mehr weil sage als du, Edge. Oh. Ich sage immer einmal unendlich mehr weil als du. Ui, Berndi! Immer einmal unendlich mehr als du! Da hat er dich aber sauber dran gekriegt. Warum nicht? Es ist nie zu spät, um sich zu bilden. Schade, dass nur noch 3 Artikel lesbar sind. Die 1000 schrecklichsten Urlaubsziele. Platz 11, Polovien. Man muss schon sehr dumm sein, seine kostbare freie Zeit in Polovien zu verbringen. Das Land ist arm an Reizen, dafür aber reich an Tropenkrankheiten. Es ist kein Wunder, dass bis heute noch keine Direktflüge dahin angeboten werden. Einzige Attraktion ist die Banana World, die von der irrigen Annahme ausgeht, dass ein Park, dessen Thema eine schnell im Schulranzen faul, braun und stinkig werdende Südfrucht Kinder interessieren könnte. Schade für Polovien, dass Affen nicht in den Urlaub fliegen. Heidnische Ritualtänze zum Nachtanzen. Regentanz. Man nehme etwas Blut, rote Farbe tut es auch. Eine Obsidianplatte, eine Voodoo-Maske,
eine Rasse. Zuerst malt man großzügig die gebräuchlichen Voodoo-Zeichen für Regenmachen mit Blut, alternativ roter Farbe, auf die liegende Obsidianplatte. Danach zieht man sich die Voodoo-Maske auf und rasselt mit der Rassel beim gleichzeitig rhythmischen Hin- und Herhopsen. Wichtig: das Hopsen so lange weitermachen, bis Regen fällt. Das kann je nach Klimazone ein paar Augenblicke dauern. Deshalb Geduld. Wir wünschen viel Vergnügen und gut Wolkenbruch. Okay, Herr Flieger? Könnten Sie uns in Pullovien absetzen? Da ist es sehr schön um diese Jahreszeit. Also, wenn es schön ist, zumindest. Warum sollte ich das machen? Weil in Pullovien gibt es die Banana World, ein Freizeitpark, der die gammelige Südfrucht zum Thema hat. Ich könnte wetten, dass die Schlangen vor den Fahrgeschäften überschaubar sind. Was? Banana World, ich komme. Das macht Spaß! Menno, ich will auch Bananenachterbahn fahren. Wer will es nicht? Aber wir haben einen Fall zu lösen. Ich glaube, dass man mit dem Schaden, den wir mittlerweile angerichtet haben, gut und gerne 3 neue Bronze-Yaks im Stadtpark aufstellen könnte. Bernd, es geht hier ums Prinzip. Immer wenn das Verbrechen zuschlägt, schlagen wir zurück. Und ich mich an die Stirn, wenn meine Arme nicht zu kurz wären. Wir müssen den Lama-Shop finden. Bestimmt kommt man da ganz ohne Probleme rein. Sei doch nicht immer so negatorisch, Bernd. Darf ich diesmal durchs Fenster fliegen? Andere Länder, andere Sitten. Aber immer wieder ein Außenklo. Seltsam. Hurra! Der Universal-Toilettenschlüssel funktioniert auch hier. So habe ich überall auf der Welt ein stilles Örtchen. Oh, der Schlüssel ist abgebrochen. Dann nicht. Mist. Lama-Fett. Wozu braucht man das auf der Toilette? Ich denke lieber nicht weiter drüber nach. Wer gut schmärt, der alberner Spruch. Und reimt sich nicht so richtig. Lama-Fett. Ein Lama-Kopf. Dieser Pullovianer ist offenbar der Türsteher. Bestimmt, weil er so ein nettes und offenes Wesen hat. Guten Tag. Wir... Geschlossene Gesellschaft. Heute nur Stammpublikum und B-Prominenz. Wir warten zwar noch auf Chiloan Pablo, Brigelio Pablo und Protego Pablo, aber ihr seht nicht so aus wie die. Spieleentwickler? Ja? Schon wieder alberne und herabwürdigende Vorurteile und Klischees in Bezug auf andere Kulturen? Jupp. Warum bloß? Weil's so im Drehbuch steht. Können wir jetzt weitermachen? Wenn's sein muss. Ja, muss sein. Tut mir leid, Bernd. Tut es dir nicht. Stimmt, aber jetzt geht's wirklich weiter. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, wir warten zwar noch auf Chiloan Pablo, Brigelio Pablo und Protego Pablo, aber ihr seht nicht so aus wie die. Prima, Fall zu Ende. Bernd fliegt nach Hause. Nein, Bernd, wir müssen uns als die Pablo-Brüder verkleiden. Yippie! Karneval! Ich hab's geahnt.
ein Pullovianer. Wie passend sind ja auch in Pullovien. Die Pablo-Brüder. Also, einer der drei hatte einen flachen Hut und keinen blauen Poncho. Die Pablo-Brüder. Also, einer der drei hatte einen flachen Hut. Guten Tag. Gut? Was ist gut an diesem Tag, wo ich keine Karten mehr für die Jagdopferung bekommen habe? Vielleicht ist das ein Wink des Schicksals. Für das Jagd? Für dich. Vielleicht war es dir vom Schicksal nicht bestimmt. Eine Karte zu haben? Ein Jagd zu opfern. Jags opfern ist falsch. Es gibt doch wahrlich genug Gewalt in der Welt. Komm jetzt bloß nicht mit sowas wie Gewalt ist keine Lösung. Gewalt ist keine Lösung. Verdammt, du hast recht. Das ging schnell. Ja, weil ich es immer schon in mir gespürt habe. Gewalt in der Welt ist, als würde man mit einem Stock gegen den eigenen Schatten kämpfen. Ist das nicht eine schöne Metapher für das ganze Leben? Auf einem Sandstrand. Was? Nackt. Igitt, jetzt nicht mehr. Danke, kastiges Ding, du hast mir sehr geholfen. Mist, kein Strand weit und breit. Sicher? Auf Wiedersehen. Wie die Pablo-Brüder gekleidet sind? Mein Gedächtnis ist schlecht, aber einer der drei hatte einen hohen Hut und der neben ihm einen gelben Poncho. Ein Pullovianer, der Ponchos verkauft. Guten Tag. Ich hätte gerne 3 Ponchos und 3 Hüte. 3 Hüte und 3 Ponchos kosten 10 pullovianische Pfund und 30 Pennies. Pullovianische Pfund? Pullovianische Pfund. Wo kriege ich denn jetzt pullovianische Pfund her? Eine Betteldose. Ein blinder Bettler. Gehört in jede Fußgängerzone, die etwas auf sich hält. Na, Mister, hast du was für mich? Nen guten Tipp. Werd nie Held in einem albernen Computerspiel. Alter, das kommt mir ja nicht in den Sinn. Hier verdiene ich wenigstens ehrliches Geld. Da haben Sie recht. Ist das nicht alles ein bisschen eintönig? So rumsitzen den ganzen Tag? Was soll ich denn sonst machen? Golf spielen oder was? Stimmt. Ich hasse Ballsportarten. Ey, Alter, ich spiele Golf. Ich dachte, Sie sind blind? Na und? So, ich gehe noch eine Runde auf die Driving Range, wa? Macht gut. Ah, na dann, mal los. Vielleicht könnte ich auch etwas Geld verdienen wie der Bettler. Verdienen? Nun ja. Gute Idee. Aber ich brauche noch etwas. Equipment für meinen Job. Fein. Dann wollen wir mal. Oh, die Pullovianer sind wirklich sehr großzügig. Meine volle Betteldose. Ehrlich verdientes Geld. Ui, was haben wir da? Ein Glückspfennig und ein Blankoscheck. Ein Blankoscheck. Da muss ich nur noch den Betrag einzeichnen. Mit zu kurzen Armen. Mist, ich habe zu kurze Arme dafür. Darf ich helfen? 10 Pfund, 30 Penny? Genau. Wir hätten auch 1 Million eintragen können. Ich weiß nicht, wie viele Nullen die hat. Ah.
Guten Tag. Ich hätte gerne 3 Ponchos und 3 Hüte. 3 Hüte und 3 Ponchos kosten 10 bolivianische Pfund und 30 Pennies. Hier, 3 Ponchos und 3 Hüte. Ich mach jetzt Mittagspause. Ein mundgefräster blauer Poncho aus recycelten Autoreifen. Zumindest riecht er so. Ein original, fußgeklöppelter roter Poncho aus garantiert biologisch angebauten Polyester. Trotzdem die armen Polyester. Ein gelber original polyvianischer Poncho. Made in China. Ein polyvianischer Hochlandhut aus geklebtem Rindenmulch. Ein polyvianischer Flachlandhut aus weichgekauter Stahlwolle. Eine polyvianische Hirtenmütze aus vulkanisierten Kaugummiresten. Majors! Superheld! Hallo, wir sind die Pablo-Brüder. Ihr seid nicht die Pablo-Brüder. Eure Hüte stimmen zwar, aber eure Ponchos sind falsch. Hallo, wir sind die Pablo-Brüder. Hey, Chiluan, Prilio, Protego, Pablo. Kommt rein, dann kann die Party ja losgehen. Ihr wisst ja, wo es lang geht, oder? Ja. Yippie! Ich meine, Caramba. Olé! Holadriadio? Scharf? Ja. Psst. Okay. Wo ist denn die Party? Das wüssten wir, wenn wir die Pablo-Brüder wären. Ich könnte ein Dimensionsloch suchen. Ja, könntest du. Musst du aber nicht. Das sind ziemlich große Goldstücke. Vielleicht sollte ich auch einen Lama-Laden aufmachen. Meint ihr nicht, dass das Diebstahl ist? Ach was, Bernd, das ist Spieltaktik. Na dann. Sieht irgendwie bekannt aus. Warte mal, darunter steht Lama Lisa, unbekannter polovianischer Künstler. Öl auf Lama-Haut. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Eine vergoldete Lama-Statuette. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dein, dann pack ich mal ein Lama ein. Ein Fenster. Eine vergoldete Lama-Statuette. Und noch eine Lama-Statuette. Was vom Lama übrig blieb? Der Lama-Kot. Das Lama in den Zeiten der Cholera. Lama dick. Lama Sawyer und Huckleberry Lama. Das eingebildete Lama. Viel Lärm ums Lama. Das Lama und der Feuerbringer. Lama von Berlichingen. Die 5 Bücher des Lamas. Ja, es ist wahr.
Es ist ein ganz normaler Vorhang. Oder ist da was dahinter? Vorhang auf für eine Lama-Statuette. Bravo! Bravo! So, jetzt ist meine Inventarliste ziemlich schwer von den ganzen Goldstatuetten. Ein Lama-Läufer. Oder ein Lama-Läufer? Ich kriege die Truhe nicht auf. Lass mich raten. Nur mal so aufgrund meiner bisherigen Spielerfahrung. Eine Geheimtür? Dann schieben wir den mal beiseite. Möchte mir jemand helfen? Nein? Hätte ich nicht erwartet. Oder wartet. Doch. Der Entriegelungsmechanismus der Geheimtür. Sehr komplex. Ich schätze eine 13 auf der nach oben offenen Briegel-Skala für geheime Verschlussmechanismen. Die Zeichnung eines Lamas mit Kugeln im Bauch? Die Zeichnung eines Lamas mit Wasser im Bauch? Die Zeichnung eines Lamas auf Diät? Komm, Putziputz. Da wird sich jetzt noch nichts tun. Und drauf. Da wird sich jetzt noch nichts tun. Ein rotes Ventil. Das kann ich mit meinen Händen weder drehen noch abschrauben. Dazu bräuchte ich Werkzeug. Das funktioniert so nicht. Und das hätte ich dir auch vorher sagen können. Das hast du nicht gerade wirklich versucht, oder? Hallo? Spieler? Jemand zu Hause? Das kann nicht funktionieren. Ein Lama-Kopf. So, jetzt hat das Lama einen Blubberbauch. Abracadabra. Eine jetzt nicht mehr geheime Geheimtür. Oh, eine Vulkanhöhle. Wie passend für einen Raum hinter einer Geheimtür. Wir sollten gehen. Ich bin allergisch gegen Lava. Wo ist denn jetzt die Party? Höret! Die Zeit des lächelnden Lamas ist angebrochen. Also nachdem ich den Soundcheck gemacht habe. One, two, three, test, test, test. Bernd, Chili, ich glaube, wir sind der verschwundenen Jack-Statue ganz dicht auf der Spur. Mi, 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 mi. Lama, 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 pipapo, pipapo, pipapo. Meinst du die Statue, die dort drüben über der geschmolzenen Lava hängt? Herzlich willkommen zur Jack-Opferung hier im bla 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 bla. Nein, das arme Jack! Scharf, es ist... Ach, auch egal. Hört ihr mich? Dann kann's ja losgehen. Ich habe einen Traum. Ein Traum, wo alles vom Lama kommt. Kleidung, Essen und auch Hygieneartikel. Ja, denn das alles können uns die Lamas geben. Und auch den Weltfrieden. Denn wenn alles Lama ist, ist alles gut. Aber damit das passieren kann, müssen wir dafür sorgen, dass alles Lama ist.
Und das können wir nur erreichen, wenn wir unseren schlimmsten Konkurrenten vernichten. Die Yak-Produktpalette nimmt den Platz ein, der eigentlich dem Lama gehören sollte. Man kann auch viel aus Yak machen, aber es ist nicht Lama. Deswegen werden wir den internationalen Yak-Produkthandel sabotieren. Und das ist erst der erste Schritt. Applaus! Wir müssen das Yak befreien. Also los, Berndi, lass dir was einfallen. Bla bla blama, blama blama ding dong, lava blama, lava lava, lava lava, lava lava, lava lava, bla bla blama, blama blama ding dong, lava bla blama, lava lava, lava lama, lava lama, bla bla blama, blama blama ding dong, lava bla blama, lava ich nehm das Althorn mal. Lava lama, aber spielen werde ich es sicher nicht. Bla bla blama, blama blama ding dong, lava bla blama, lava lava, lava lama, lava lama. Bla bla blama, blama blama ding dong, lava bla blama, lava lava. Die explodieren, sobald man sie einschaltet. Lava, lava. Genau, Berndi, dann lava, ist die Lustausbeute am größten. Lava bla blama, lava lava, lava lama, lava. Eine hässliche Götzenstatue auf einem Sockel. Wer will die schon haben? Lava lava, lava lava, lava lava, bla bla blama, blama blama ding dong. Ich glaube, die lustig funkelnde Götzenstatue ist ein Schalter für einen bestimmt wahnwitzigen Mechanismus, den ich sicher nicht auslösen werde. Ich bin doch nicht lebensmüde. Ich schon! Juhu! Lava lava, lava lava, lava bla bla blama, blama blama ding dong, lava bla blama, lava lava. Oh, was war das denn? Egal, ich schlaf mal eine Runde. Hm. Oh, alles in Ordnung da unten? Alles super! Ich dachte schon, jetzt ist's aus. Hey, schaut mal, Jungs. Hier stehen Sessel, Fernseher, Getränke, Fußmassagegeräte. Was läuft denn im Fernsehen? Der Bahnstreckenkanal. Wie gerne wäre ich mit runtergekegelt worden. Ein Lautmachdings! Megafon, Chili. Meine ich doch. Damit kann ich noch lauter sein, als ich schon bin. Eine Kneifzange. Briegel bestimmt gut gebrauchen. Das ist ein Dings, glaube ich. Ein klassisches Ventilrad der Baureihe Mumpf 97 findet sich auch an Abwasserrohren. Langweilig. Eine Kneifzange. Ich weiß nicht, in welche Richtung man drehen muss. Damit könnte ich das Yak runterlassen. Huhu, Yak! Es könnte sich auch um ein amerikanisches Modell handeln. Vielleicht ein Gigantic Bang Alpha Bravo X-Ray. Hä? Der schläft gut. Die lassen sich aber echt hängen, die Pullovianer. Alles super. Ich dachte schon, jetzt ist's aus. Hey, schaut mal, Jungs. Hier stehen Sessel, Fern, Getränke. Was läuft? Der Bahn. Das ist ein Dings, glaube ich. Das ist ein Dings, glaube ich.
Was für eine Schlamperei. Hier fehlt ja ein Ventilrad. Chili, lass lieber die Finger davon. Och, Menno. Nie darf ich auch mal Spaß haben. Ich weiß nicht, in welche Richtung man drehen muss. Und hier noch ein fehlendes Rad. Diese Maschine hat wohl ein vollkommener Stümper zusammengeschustert. Na, wenigstens ist sie nicht explodiert wie deine Erfindungen, Busch. Ja, Bandy, noch nicht. Wenn du das Jack runterlässt, schmilzt es in der Lava. Dann ist zwar das Spiel zu Ende, aber gut ist das auch nicht. Chili, lass lieber die Finger davon. Och, Menno! Nie darf ich auch mal Spaß haben. Wow! Wenn ich jetzt Musik mache, wird's richtig, richtig laut. Musik, Schaf. Musik! Funktioniert aber noch nicht. Das ist mir zu komplexifiziert. Marmorsteinen und Stalaktiten brechen die Unmöglichen, lösen jedes Verbrechen. Ich glaube, Chili, du musst die Schallwellen deutlicher in eine Richtung lenken. Schaf, wenn du das Jack runterlässt, schmilzt es in der Lava. Dann ist zwar das Spiel, aber gut. Trollkonzert für hängenden Stein. 1, 2, 3. Nochmal!
Juhu, Sachbeschädigung. Und noch ein Trötkonzert für noch einen hängenden Stein. 3, 4. Schaf, du wirst immer besser. Echt? Nein, es ist immer noch Lärm. Los geht's! Chili Power! Yippie! Highscore! Super, Chili! Jetzt können wir die Jagdstatue retten! Und runter mit dir! Yippie! Prima! Bald ist das Spiel zu Ende. Jetzt müssen wir sie nur noch rausbringen. Wie viel wird sie wiegen? 3, 4 Tonnen? Keine Sorge! Das ist ein Auftrag für Dr. Bumblebee Busch! Diese Maschine hat wohl ein vollkommener Stümper zusammengeschustert. So, dann wollen wir mal ein bisschen Druck erzeugen. Und noch mehr Dampf. Geht doch. 58,976% Druckkompensierung. Gleich haben wir Volldampf. Vielleicht pneumatisieren wir das Universum. Bandy, der Dampf ist maximal pneumatisch kompensiert. Jetzt fehlt nur noch das Tüpfelchen auf dem I. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Komm, Bandy, es geht los. Das willst du nicht verpassen. Es ist ein kleiner Knopfdruck für ein deprimiertes Kassenbrot, aber ein großer Bums für einen künstlichen Vulkan. Ach, was rede ich da? Egal. Okay, festhalten! Eigenartig, dass wir trotz Corioliskraft wieder hier gelandet sind. Na, egal. Hauptsache, wir haben die Jagdstatue gerettet. Oh Gott, was habt ihr gemacht? Den Fall gelöst? Ihr habt die Jagdstatue zerstört. Die langolische Delegation kann jeden Augenblick kommen. Ich glaube, ich gerate in Panik. In Ordnung, machen Sie ruhig. Wir gehen nach Hause. Nein, Bandy, wir müssen Budimčić helfen. Vielleicht können wir ein passendes Surrogat für den Kopf materialisieren. Ach, Mist. Aber zuerst solltet ihr die Überreste eurer schändlichen Tate wegräumen. Bern, kastiger Koloss, vielleicht hat der Bevollmächtigte der Staatsgewalt recht. Herr Wachtmeister Budimčić, beruhigen Sie sich doch. Ich? Mich beruhigen? Ich flippe aus! Manchmal sollte man sich einfach weniger um die Mitmenschen kümmern, sondern einfach die Klappe halten.